zwischen am Bauernbusch und Rossendorfer Straße. Dort wurden wir wieder so wie beim letzten Mal verfahren. Herr Bürgermeister Kühn würde die Vorlage einbringen. Dann haben wir drei Änderungsanträge vorliegen, die wir dann zuerst aufrufen würden zum Einbringen. Und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Herr Kühn, bitte schön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, ich steige ein mit einem Dank an den federführenden Bauausschuss und die Kolleginnen und Kollegen dort. Wir haben ja uns das nicht einfach gemacht bei der Vorlage. Es ist eine schwierige Vorlage, die wir Ihnen vorgelegt haben. Es gab eine intensive Diskussion, die, denke ich, zu einem guten Ergebnis geführt hat und die auch durchaus die Vorlage und die weitere Arbeit an dem Thema verbessert hat. Was wollen wir erreichen? Wir wollen, dass der Ullersdorfer Platz endlich zu einem attraktiven Stadtteilzentrum wird mit städtebaulicher Qualität und vor allen Dingen eine Verkehrsanlage, die gerade im Bereich Ullersdorfer Platz verkehrssicher und barrierefrei ist. Wir haben ferner vor dem Bau des Gymnasiums Bülow einen Park-and-Ride-Platz gehabt. Der ist dann verloren gegangen. Und es besteht natürlich mit der hohen Anzahl von Einpendlerinnen und Einpendlern, die wir gerade über die B6 haben, den Bedarf an dem PNR-Platz. Dafür haben Sie auch schon den Aufstellungsbeschluss getroffen mit dem B-Plan 3064, mit der Gleisschleife an der Rossendorfer Straße, wo eben auch ein PNR-Platz entstehen soll, mit einer deutlich höheren Kapazität, als das in der Vergangenheit der kleinere PNR-Platz unweit des Ullersdorfer Platz hatte. Wir wissen, das ist der Bereich am Taubenberg. Insofern ist dort ein sensibler Landschaftsraum, mit dem umgegangen werden muss. Insofern haben Sie im federführenden Ausschussbericht uns dort auch nochmal aufgefordert, gerade was die Höhenentwicklung und das Einfügen eines solchen Parkhauses angeht, sensibel mit umzugehen. Wir wollen nicht nur die Verkehrssicherheit verbessern, weil das ist ja am Ullersdorfer Platz auch ein Unfallschwerpunkt. Wir setzen das Radverkehrskonzept mit der Planung um und auch die Fußverkehrsstrategie, die Sie beschlossen haben. Aber die ganze Planung der Verkehrsanlage ist natürlich eine Herausforderung, weil wir haben auf dem Bereich rund 30.000 Fahrzeuge, wir haben alle Verkehrsmittel, die unterzubringen sind, die Platzansprüche haben, und wir haben eben dafür nur einen entsprechenden Flächenbedarf zur Verfügung, weil links und rechts Gebäude stehen und dort gewohnt wird oder Gewerbe betrieben wird. Insofern war das genau eine der längeren Diskussionen, wie können wir dort den Flächenbedarf so optimieren, dass die Eingriffe beispielsweise in Grundstücke minimiert werden. Das wird übrigens auch Thema der Entwurfsplanung sein. Deshalb wird die Vorlage oder die Weiterarbeit an der Verkehrsplanung dann auch nochmal hier im Stadtrat beschlossen werden. Und gerade im Bereich der Haltestellen werden wir sensibel umgehen, denn in der Einmündung der Grundstraße geht es eben sehr, sehr eng zu. Dort sind die Flächen besonders knapp und dort müssen eben alle Verkehrsarten untergebracht werden. Es wird dort kein Optimum geben, aber alle Verkehrsarten müssen so berücksichtigt werden, dass am Ende diese Verkehrsanlage nach dem Umbau auch funktioniert. So zum Beispiel, dass eben in einem Havariefall auch ein Fahrzeug an der Straßenbahn vorbeifahren kann. Auch das muss berücksichtigt werden, und wir haben ja auch keine durchgehenden Gehwege an der Stelle. Insgesamt also vielen Dank für diese konstruktive Zusammenarbeit an der Stelle. Und der Ausschussbericht, der auch einen stabilen Arbeitsauftrag gibt, sorgt dafür, dass wir eben hier keine zweite Königsbrücker Straße bekommen, sondern dass wir die Diskussion um die Verkehrsanlage und gerade die Umgestaltung des Ullersdorfer Platzes wirklich jetzt mal zum Ergebnis führen. Denn der ein oder andere weiß es, zu meinen Stadtratzeiten haben wir bereits auch über die Umgestaltung des Ullersdorfer Platzes und die Verkehrsanlage gesprochen, und jetzt sind wir so weit wie nie und sollten deshalb hier heute die Entscheidung treffen. Ja, bis tatsächlich gebaut wird, ist noch ein langer Weg. Das liegt an dem komplizierten Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wir müssen ein Planfeststellungsverfahren machen. Und da haben wir mittlerweile Planfeststellungsverfahren, die gehen ins fünfte Jahr. Das hoffe ich nicht. Insofern ist es wichtig, dass es eine gute Planung gibt, die, wie gesagt, in der Entwurfsplanung mal vorgelegt wird, und dass es dafür eben einen guten Interessensausgleich gibt. Und ich glaube, das ist in der Beratung im Bauausschuss gelungen. Und dafür nochmal vielen Dank. Vielen Dank. Dann würden wir jetzt zur Einbringung, wenn gewünscht, der
Änderungs- oder Ergänzungsanträge kommen. Ich würde in der Reihenfolge vorgehen, Bündnis 90 Grüne, dann SPD, CDU. Ist bei Bündnis 90 Grünen die Einbringung gewünscht? Nein, dann machen wir es dann in der Fraktionsrunde. Dann SPD, auch in der Fraktionsrunde, und CDU, auch in der Fraktionsrunde. Dann würden wir die Fraktionsrunde eröffnen, und diesmal würden die Dissidenten, wenn gewünscht, eröffnen. Kein Bedarf, dann machen wir weiter. AfD, Herr Laczynski, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Heute so hier, so ist es zumindest in der Baubürgermeister, hat sie gerade schon gesagt, auch der Wunsch des Baubürgermeisters, die Vorplanung für den Verkehrszug Bautzener Landstraße und die damit verbundene Verlängerung der Straßenbahnlinie 11 bis zur Rossendorfer Schleife beschlossen werden. Anders als es durch bestimmte politische Gruppierungen kolportiert wird, ist dieser Beschluss eben nicht mit einem Baubeschluss gleichzusetzen, sondern dieser Beschluss ist lediglich der Auftakt eines Planfeststellungsverfahrens, dessen Abschluss frühestens in 6 Jahren zu erwarten ist. Angesichts der beabsichtigten Grundstückseingriffe bei der hier vorgelegten Planung musste aber davon ausgegangen werden, dass ein Baubeginn realistisch gesehen erst wesentlich später möglich gewesen wäre. Die AfD-Fraktion ist sich vollkommen bewusst, dass am Unnersdorfer Platz und auch auf der Bautzener Landstraße die verkehrliche Situation schnellstmöglich verbessert werden muss. Die Schulwegsicherheit für das Gymnasium Bühlau hängt maßgeblich von dieser Baumaßnahme ab. Aus diesem Grund haben wir uns im Bauausschuss dafür ausgesprochen, dass die vorgelegte Planung nochmal überarbeitet werden soll und so die bisher geplanten Grundstückseingriffe deutlich reduziert werden sollen. Der Gedanke, der dieser Entscheidung zugrunde gelegt wurde, war ganz einfach. Lieber jetzt ein paar Monate für eine Überarbeitung der Planung verlieren, als später ein paar Jahre für die Einsprüche im Planfeststellungsverfahren und die Klärung von Eigentumsfragen. Wie so ein Planfeststellungsverfahren ohne Berücksichtigung von Eigentumsverhältnissen bzw. ohne die Reduktion von Eingriffen auf privaten Grund und Boden ausgehen kann, auch das hat der Baubürgermeister bereits gesagt, sehen wir am Beispiel Königsbrücker Straße. Dort stand die Stadt 1994 genau an dem Punkt, wo wir heute mit der Bautzener Landstraße stehen. Und selbst jetzt, 30 Jahre später, ist dort noch kein Spatenstich getan. Wir wollen auf keinen Fall, dass auf der Bautzener Straße ähnlich endet. Und vor diesem Hintergrund ist es fahrlässig, bei diesem Projekt die Forderung nach richtlinienkonformen Radwegen aufrechtzuerhalten. Wir haben die dafür benötigten Querschnitte einfach nicht. Und wenn wir sie haben wollten, müssten Bauwerke dafür abgerissen werden. Wenn wir heute auf diese richtlinienkonformen Radwege bestehen, rückt das Datum des Baubeginns in weite Ferne. Das können wir uns an dieser Stelle nicht erlauben. Deswegen müssen wir hier auch diesen Kompromiss eingehen. Um keine Zeit mit dem Baubeginn zu verlieren, enthält der Ausschussbericht zudem den Beschluss, das Planfeststellungsverfahren in 2 Teile zu trennen. Das birgt zwar einerseits das Risiko, dass die Schnittstellen zwischen diesen beiden Teilplanungen dann zweimal angefasst werden müssten, also baulich zweimal angefasst werden müssten. Sie bietet aber den Vorteil, dass möglicherweise lokal auftretende Widerstände im Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht das gesamte Projekt, sondern eben nur einen Teil davon aufhalten und woanders vielleicht schon mit dem Bau begonnen werden kann. Wenn man also hier schnellstmöglich zum Bauen kommen möchte, was wir eigentlich wollen, was wir auf jeden Fall wollen als AfD, ist diese Teilung eine vernünftige Entscheidung. Wichtig ist zudem, dass der Bauausschuss mit diesem Beschluss den Oberbürgermeister beauftragt, die Planungen für eine Straßenbahnanbindung nach Weißig fortzuführen. Damit kommen wir denen nach, was einerseits der Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig einstimmig beschlossen hat und wozu sich andererseits die Landeshauptstadt Dresden im Rahmen des Eingemeindungsvertrages ohnehin schon verpflichtet hat. Auch aus verkehrlicher Sicht ist die Anbindung von Weißig ans Straßenbahnnetz dringend geboten. Schönfeld-Weißig ist mit 13.000 Einwohnern die größte Ortschaft unserer Stadt und größer als der ein oder andere Stadtteil. Wenn wir den Beschluss zum Vorrang unserer Attraktivitätssteigerung des ÖPNV ernst nehmen wollen, können wir hier gar nicht anders, als dieser Netzerweiterung zuzustimmen und diese auch zu forcieren. Denn vor allem im Umland Dresdens, bei den Einpendlern, gibt es noch ein erhebliches, derzeit ungenutztes Fahrgastpotenzial, was durch eine derartige Vergrößerung des städtischen Straßenbahnnetzes gehoben werden kann und dazu dient, die Verkehrsbelastung auf unseren Straßen zu reduzieren.
den Änderungsantrag der Grünen, der genau das Gegenteil beinhaltet, nämlich einen Vertragsbruch mit der Ortschaft Schönfeld-Weißig zu begehen und die Anbindung von Weißig ins Straßenbahnnetz ad acta zu legen, lehnen wir deshalb ab. Ebenso lehnen wir den Antrag der SPD ab, der die Radfahrstreifen in richtlinienkonformer Breite fordert und so die zügige Umsetzung des gesamten Projektes verhindern würde. Ich möchte an dieser Stelle mit einem Appell schließen. Lasst uns aufhören, hier schon wieder, wie so oft, für die Wahrung von Partikularinteressen einiger weniger ganze Bauprojekte über Jahre hinweg zu verzögern. Lasst uns hier endlich eine Planung erarbeiten und verabschieden, deren Fokus auf der schnellstmöglichen Realisierung liegt und damit allen Verkehrsteilnehmern einen Vorteil bringt. Vielen Dank. Dann würden wir weitermachen mit Frau Krause, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und unseren Änderungsantrag einbringen. Es wurde jetzt bereits auch kurz schon angesprochen, was für Punkte uns wichtig sind. Es sind im Wesentlichen drei Themen. Das erste sind richtlinienkonforme Radfahrstreifen. Ich glaube, es ist eigentlich eine triviale Sache, dass die Stadtverwaltung sich in ihren Planungen an Richtlinien halten muss, die für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Sicherheit und regelkonforme Zustände bringen. Ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist in einer jeden Planung, die wir machen. Und insofern halte ich das für einen Schönheitsfehler in unserem Ausschussvotum. Einen zweiten Punkt wollen wir ändern, und zwar sprechen wir uns ganz eindeutig dafür aus, die ÖPNV-Qualität auch in Schönfeld-Weißig zu verbessern. Die Planung für die Straßenbahnlinie jetzt der Stadtverwaltung verbindlich ins Hausaufgabenheft zu schreiben, das lehnen wir ab. Und zwar aus dem Grund, weil schon 2016 die Stadtverwaltung in einer umfangreichen Untersuchung herausgefunden hat, dass es quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist, durch die Ortslage von Weißig hindurch die Straßenbahn zu planen. Es ist zum Beispiel eine größere Schwierigkeit, schon in dem jetzt beplanten Bereich mit den Grundstücksbetroffenheiten, wie es immer so schön heißt, umzugehen. Das würde sich in der Ortslage von Weißig noch erheblich potenzieren, weil im Prinzip jedes Grundstück dort davon betroffen wäre. Die Verkehrsanlage passt in der erforderlichen Breite nicht auf den jetzigen Regelquerschnitt, der dort die Straße hat. Und insofern wäre das ein Ding der Unmöglichkeit und würde die Kapazitäten der Stadtverwaltung auf Jahrzehnte binden, eigentlich nur, um am Ende herauszufinden, dass alle die Menschen, die dort an der Straße wohnen, natürlich nicht davon begeistert sind, wenn ihnen der Vorgarten mit einem Fußweg belegt wird. Und das wäre die logische Konsequenz dieser Forderung, die Sie aufmachen. Deswegen dieser Änderung in dem Punkt. Und ich bin dafür, auch da oben den Busverkehr zu intensivieren, aber man muss auch dazu sagen, im Vergleich zum Beispiel zu den westlichen Ortschaften steht Schönfeld-Weißig schon relativ gut da, unter anderem sogar mit einer Plusbuslinie, die regelmäßig in nur 20 Minuten von Weißig bis zum Albertplatz fährt und in 30 Minuten den Hauptbahnhof erreicht. Das ist eigentlich eine relativ gute Anbindung. Auch die 61 fährt schon sehr häufig, dafür, dass es doch relativ weit vom Stadtzentrum entfernt ist, wie gesagt, im Vergleich mit anderen Ortschaften, aber sich hier für eine Verbesserung einzusetzen, da sind wir dabei und das unterstützen wir natürlich. Und der dritte Punkt, den wir gerne ändern wollen, das ist der Punkt, den wir selbst beantragt hatten. Ich habe hier nochmal mich bemüht, es deutlicher zu machen, worum es uns geht. Und außerdem haben wir das Ergebnis, also den Termin, bis zu dem wir das Ergebnis erwarten, ein bisschen nach hinten verschoben. Ich habe natürlich größte Zuversicht in die Arbeit der Stadtverwaltung, aber bis Ende des Monats März ein Ergebnis vorzulegen, das ist vielleicht doch ein bisschen zu sportlich. Und worum geht es genau? Wir wollen gerne, dass bereits jetzt schon im Bestand eine Haltestelle eingeordnet wird, wenn die Straßenbahn aus der Innenstadt da hochfährt, sodass insbesondere Schülerinnen und Schüler, die in die Schule gehen wollen, schon vor der Gleisschleife aussteigen können. Das heißt, schon auf der richtigen Straßenseite aus der Straßenbahn aussteigen und nicht erst in die Linie, in die Schleife einfahren müssen und dann diese sehr komplizierte und unübersichtliche Kreuzung überqueren müssen. Das gilt natürlich nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für alle Anwohnerinnen und Anwohner, die da oben davon profitieren. Das wäre unser Änderungsantrag und natürlich kann ich mir vorstellen, dass nicht alle Punkte davon konsensfähig sind. Ich kann gerne damit leben, wenn wir es auch in
punktweise Abstimmung so machen, dass zumindest der dritte Punkt noch eine Mehrheit bekommt, um das Ausschussvotum entsprechend anzupassen. Und im Übrigen wird unsere Fraktion, egal wie es ausgeht, was diesen Änderungsantrag betrifft, der Gesamtvorlage auch in der im Ausschuss erfolgten Fassung zustimmen, denn das ist das Wichtigste, was heute zu sagen ist. Die Planungsgeschichte ist unendlich lang, die Gleisschleife ist nicht barrierefrei. Das Thema mit der Verkehrsaufteilung auf dieser riesigen Fläche, das ist ein großes Problem, das muss eigentlich endlich mal erledigt werden. Das liegt uns sehr am Herzen. Wir haben auch einige Kröten geschluckt im Zusammenhang mit dieser Planung. Ihnen allen ist bekannt, dass ein Haus abgerissen werden muss für diese Umsetzung. Die Vorgeschichte ist wahrscheinlich insgesamt sehr unglücklich, aber wir haben uns jetzt letztlich dafür entschieden, dass um eine sichere und zeitgemäße Verkehrsanlage für alle Verkehrsteilnehmerinnen dort zu erzielen, es jetzt notwendig ist, diesen Beschluss zu fassen und auf den Weg zu gehen, um zu kommen. Vielen Dank. Dankeschön. Dann nächster Redner wäre Veit Böhm, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine schwierige Planung. Ich schaue gerade mal, Dr. Herbert Wagner ist immer noch da. Auch er hat es uns nicht einfach gemacht. Wir hätten sehr gern eine Lösung gefunden, um die Straßenbahn nach Weißig zu verlängern. Wir hätten auch sehr gern die Chance genutzt, dort diesen P&R auf das Beiwahrgelände zu bringen. Aber es gehört eben auch zur Ehrlichkeit, dass sich kein Weg gefunden hat, dort in irgendeiner Art und Weise eine Sicherheit herzustellen, dass das machbar ist. Und zum Schluss musste man deswegen in den sauren Apfel beißen und das Thema dort am Taubenberg angehen. Der Bürgermeister hat schon gesagt, dass da einige Dinge noch von uns, insbesondere von uns auch gebracht wurden, wie die Höhe der Gebäude, dass da ein offenes Parkdeck kommen soll, dass das Thema Durchstich Rossendorfer Straße nur für Busse erfolgen soll. Also das sind Themen und dass vor allen Dingen auch eine Tram-Anbindung bleibt. Also da unterscheiden wir uns doch deutlich von den Grünen, weil da bin ich schon erstaunt, dass es auf einmal grüne Politik ist, dass ÖPNV-Ausweitung bis nach Schönfeld-Weißig und selbst vielleicht bis ins Gewerbegebiet oder sogar nach Rossendorf, weil dort wird sich auch noch mehr entwickeln, auf einmal doch nicht mehr so wichtig ist. Ich glaube, da geht noch was, vielleicht nicht heute, aber für die Zukunft, deswegen sollten wir dranbleiben. Ja, warum war die Vorlage auch so schwierig? Es gab Ablehnungen und das in mehrfachen Runden in Weißig und auch im Stadtbezirksbeirat Loschwitz. Wir haben versucht, das aufzunehmen, mussten dann allerdings auch feststellen, dass viele von den Punkten, die in den Stadtbezirksbeiräten und von den Ortschaften gefordert sind, schlichtweg nicht umsetzbar sind, weil verschiedene Sachen beißen sich eben, wenn man die Breite nicht hat und auf der anderen Seite die Eingriffe minimieren will in die Grundstücke, kann man eben bestimmte Querschnitte nicht darstellen. Das gehört eben dazu. Wir haben natürlich aber die wesentlichen Punkte eingebracht, weil wir glauben, man sollte die Planung ein bisschen differenziert betrachten. Vielleicht gibt es da unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ich glaube, das Thema Gleisschleife, Ullersdorfer Platz ist vielleicht von den Grundstückseingriffen deutlich nicht unproblematisch, aber das sind deutlich weniger als im Bereich von diesen ganz vielen Grundstückeingriffen vorher. Deswegen wollten wir das trennen. Zum Thema Parkhaus hatte ich schon gesprochen. Der ganz große Knaller, und da sage ich es hier ganz deutlich, es mag jetzt so ein bisschen marginal klingen, aber wenn sich die Grünen und die SPD mit ihrem Änderungsantrag durchsetzen und aus dem Radschutzstreifen, der ein Kompromiss war, im Bauausschuss, dann werden wir dieser Vorlage nicht zustimmen. Punkt. Das sollte sich jeder im Raum von SPD und Grünen, sollte sich der Sache gewahr sein. Und das heißt, wenn die Vorlage hier eine Mehrheit findet und es sollten sich nach der Kommunalwahl die Verhältnisse ändern, werden wir das Thema wieder aufmachen. Der Bürgermeister hat nie umsonst gesagt, dass da ein Konsens da ist. Und nun ist es eben, nun mag es trivial klingen, dass wir hier reden über eine gestrichelte oder eine durchgezogene Linie. Aber so trivial ist das nicht. Der Baubürgermeister hat vorher, er hat es ja geäußert, die Radverkehrsanlage
von der Mordgrundbrücke durchzuziehen bis, ich sage mal, letztendlich zum Anschluss nach Schönfeld-Weißig. Wenn das in der gleichen Art und Weise passiert, wie auf der Bautzener Straße mit dem 2 oder 3 Meter breiten Radfahrstreifen, dann, was passiert dann auf der Bautzener Straße? Im kompletten Loschwitz. Jeder Linksabbieger wird zum Problem. Die Straßenbahn, es gibt kein Vorbeifahren auf der ganzen Linie. Das Thema ist für uns so nicht machbar. Und wir haben dem Baubürgermeister ja angeboten, bei dem Thema Bautzener Straße durch Loschwitz durch, ich sage mal, dort unterstützend zu sein, wenn es dort einen Radfahrstreifen gibt. Einen durchgängigen Radstreifen lehnen wir ab durch ganz Bülau. Und jetzt, ehe man jetzt kommt hier um die Ecke von wegen, wir würden hier gegen die Sicherheit von Radfahrern sein und. Wer diesen Antrag genau, wer diese Vorlage genau liest oder den federführenden Beschluss, da steht keine Breite drin für den Radschutzstreifen. Hier geht es nicht darum, dass Radfahrer in irgendeiner Art und Weise zurückgesetzt werden. Hier geht es nur darum, dass der Bereich überfahrbar ist, weil aktuell sind relativ wenig Radfahrer unterwegs. Das ist der Punkt, der für uns wichtig ist. Und deswegen werden wir auch das ablehnen, was von den Grünen kommt, den Punkt 3 im Ergänzungsantrag der Grünen, der das eigene Thema, was sie offensichtlich im Ausschuss falsch gebracht haben, korrigiert. Dem werden wir zustimmen. Ansonsten werden wir SPD und den Rest von den Grünen ablehnen. Okay, dann machen wir weiter mit Tino Wirth, Fraktion Die Linke. Danach kann sich schon Herr Engel vorbereiten. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Stadträte, liebe Stadträte, eins steht zu befürchten, dass das nicht das letzte und auch nicht das vorletzte Mal gewesen ist, dass man über diese Straßenbaumaßnahme, Bautzner Straße, Ullersdorfer Platz, Bauernbusch reden. Das hat einfach die Ursache, ich meine, die Linke hat sich immer für Straßen ausgesprochen, die schlank sind. Wir haben im Prinzip in den 90er und Nuller Jahren im Prinzip diesen vierspurigen Dingen, die da getrieben worden sind, im Prinzip in der Regel nicht zugestimmt. Es sind dann Kompromisse gemacht worden, wie bei der Königsbrücker Straße, wo man auch im Prinzip die Anlieger auch nicht glücklich sind. Und jetzt wird im Prinzip die große grüne Verkehrswende verkündet. Und sie wird verkümmert, indem im Prinzip die Straßen genauso breit werden, als wenn ich sie vierspurig ausbauen würde. Also wir haben natürlich am Ullersdorfer Platz eine Entsiegelung, eine Verschönerung des Platzes, eine Verklarung der Verkehrssituation. Und dann schaut man sich die Bautzner Straße an, bis zum Bauernbusch, und sieht eine Versiegelungs-, eine Baumfellorgie. Da müssen 2,50 Meter breite Fußwege her, da muss ein vollwertiger Radstreifen her, da muss ein Gleiskörper für breite Straßenbahnen her. Alles frisst mehr Platz, alles geht in die Breite. Und die klimagerechte Stadt sieht dann dort oben so aus, dass den Leuten im Prinzip noch die letzten Rasenstellen vor den Häusern zubetoniert und weggenommen werden. Das hat vor Ort im Stadtbezirksbeirat zu Recht für Unmut gesorgt. Und dann im Prinzip wäre es ja mal eine Maßnahme, wenn man im Prinzip eine Verkehrswende verkündet, dass man endlich mal diese Straßenbahn bis Weißig hinkriegt. Das wäre doch mal was. Ein Vorort einbinden in das Straßenbahnnetz, das geht nicht, kriegt man nicht hin. Was wir jetzt kriegen, ist auf der grünen Wiese eine Gleiskurve, ein Parkhaus, richtig schön ins Feld gesetzt, richtig schön in die feuchten Wiesen dort rein, die feuchten Felder. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was eigentlich kommen soll. Insofern ist im Prinzip das, was dort jetzt angestrebt wird, ein schwacher Kompromiss. Wir im Prinzip können uns mit diesen Radschutzstreifen anfreunden, weil wir eigentlich sehen, wenn es alles so kommt, wie es auch gerade im Prinzip die Klimabewegung, die Grünen wollen, dann fahren nach 2030 bis 2040 in der Perspektive, wann dann diese Straße mal endlich gebaut wird, die wird nicht in den nächsten Jahren gebaut, dann fahren ja angeblich weniger Autos. Und dann könnte man ja auch im Prinzip, dann würde sich auch dieses Sicherheitsproblem, was ja immer aufgemacht wird, ein Stück weit entspannen. Und es ist ja zu Recht von Herrn Kühn gesagt worden, es ist eben nicht nur eine Durchfahrts-, eine Bundesstraße, es ist eben auch eine Straße, wo Gewerbe dran ist, wo dran gewohnt wird. Und wie ich bei einem Radfahrstreifen, der nicht befahren werden darf, dann eine Andienung hinbekomme. Das Müllfahrzeug hat eine Sondergenehmigung, das darf drauffahren, das blockiert natürlich den Radfahrer dann auch. Aber wie eine Andienung passieren soll, wenn es keine
wenn es keine Möglichkeit dort gibt, auf den Radfahrstreifen zu fahren, dann ist dort die Straßenbahn blockiert. Und dann brauchen wir über ÖPNV-Beschleunigung dort nicht mehr zu reden. Und dort sind einige Häuser und einige Geschäfte zwischen Ullersdorfer Platz und Bauernbusch, die dort im Prinzip den Bedarf haben, dass dort auch mal im Prinzip ein größeres Fahrzeug paar Minuten steht. Insofern denke ich mal, dass die Radschutzstreifen hier an der Stelle ein Kompromiss sind. Es ist auch so, ich meine, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, es gibt jetzt schon Autofahrer, die einen, würde man sagen, auch anbrüllen aus einem offenen Fenster, wenn man mal auf einer Straße fährt, wo nebenan ein für Fahrräder freigegebener Fußweg ist. Die sind der Ansicht, wenn dort ein Fußgängerschild ist und so ein weißes Schild Radfahrer frei, dass ich dann auf diesem Fußweg fahren muss. Wir entwöhnen den Autofahrer langsam dran im Dresdner Stadtbild, dass das Fahrrad ein Straßenfahrzeug ist und kein Fußgängerersatz. Das heißt, wir erhöhen die Sicherheit des Radfahrers nicht unbedingt, indem wir ihn in die Seitenbereiche und in ein extra Verkehrssystem, ein separates Verkehrssystem drängen, sondern es ist eigentlich günstig, das zeigen auch andere Städte, dass es Mischverkehr gibt und im Prinzip nicht der Autofahrer erstaunt ist, es ist ein Radfahrer da, der gehört er gar nicht hin. Also wir bauen hier auch eine schwierige Mentalität auf. Zumal, wenn eben, wie das auch immer kolportiert wird und durchaus richtig ist, urbaner Platz knapp ist. Insofern stimmen wir dem Kompromiss aus dem Bauausschuss zu, sehen die Radfahrstreifen kritisch aufgrund im Prinzip des Mangels an Platz und denken mal, dass man sich die Planung auch im Fortgang der Verkehrsentwicklung in Dresden sicherlich noch ein, zwei, wenn nicht dreimal anschauen muss und genau aufpassen muss, dass im Prinzip etwas geplant wird, das am Ende funktioniert, was auch dort für die Anlieger und nicht nur für die Verkehrsteilnehmer verkraftbar ist. Denn das, die Menschen, die dort wohnen, die dort oben im Prinzip arbeiten, das sind die, die mit dem Verkehr dann zurechtkommen müssen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dann machen wir mit Stefan Engel weiter, SPD-Fraktion. Und als nächstes wäre, wenn gewünscht, Holger Zastrow dran. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will ganz offen sein, dieses komplette Thema Bautzner Landstraße, Ullersdorfer Platz erzeugt bei mir wirklich nur noch Kopfschütteln. Nicht in erster Linie wegen der Vorlage hier, die hatte tatsächlich auch ihre Probleme, insbesondere was das Thema Grundstückseingriffe anbelangt, aber vor allem hinsichtlich der Zeitketten. Wir sprechen hier jetzt ganz offen, Stand jetzt, über einen Baubeginn 2031. Und das wird in irgendwelchen schriftlichen Anfragen dann noch garniert mit, naja, vielleicht und so. Also man riecht es schon, in welche Richtung es gehen könnte zeittechnisch. Und das sind Zeitketten, die wirklich extrem schwierig sind und ehrlicherweise auch beschämen. Weil man muss ja sich auch mal in Erinnerung rufen, die Variantenvoruntersuchung, eine entsprechende Infovorlage zum Ullersdorfer Platz, hat den Stadtrat im Jahr 2017 erreicht. Und wie man dann so immer hören konnte, gab es dann in der Verwaltung ein ewiges Ränkespiel, wie machen wir das am Ullersdorfer Platz, da traf Verkehrsplanung auf Stadtplanung, man ist sich nicht einig geworden und es lag ewig rum. Und dann haben wir 2020 als SPD-Fraktion einen Antrag eingebracht, Sofortmaßnahmen am Ullersdorfer Platz, auch verschiedene Sachen, weil wir geahnt haben, es könnte sehr, sehr lange noch dauern, haben da zum Beispiel auch gefordert Maßnahmen für Barrierefreiheit. Die Verwaltung hat das dann schön alles weggeprüft, wie es sich gehört. Und wir wissen allesamt, vor 2031, vielleicht auch vor 2033, wird dort nichts passieren. Aus mir persönlich stellt sich da immer wieder die Frage, wie haben wir es eigentlich in der Vergangenheit geschafft, überhaupt eine einzige Straße in Dresden zu sanieren und im gegebenenfalls auch irgendwie neu aufzuteilen. Die Frage will ich an der Stelle mal ganz grundsätzlich auch stellen, weil solche Zeitketten sind ja auch ein großes Problem für die Legitimation. Die Stadträte, die diese Planung im Jahr 2031 zu vertreten haben, die haben sie mit der großen Mehrheit wahrscheinlich nicht mitbeschlossen, sondern es waren wir, die hier irgendwelche Maßgaben getroffen haben. Das ist aus meiner Sicht ein Problem. Ich will aber an der Stelle auch noch mal kurz auf die Vorlage als solche eingehen, auch auf unseren Änderungsantrag. Ich würde da wirklich darum bitten, sich mit der Art und Weise, wie solche Planungen genehmigt werden, mal auseinanderzusetzen. Es ist ja nicht so, dass die Verwaltung eine Führungsform für den Radverkehr sich einfach nur ausdenkt. Nein, es gibt dafür auch entsprechende Richtlinien und Empfehlungen. Bei Radverkehrsanlagen werden da im Regelfall die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen aus dem Jahr 2010 genutzt. Und dort gibt es unterschiedliche sogenannte Belastungsbereiche, wo man sagt, bei welcher Verkehrsstärke im Autoverkehr ist welche Führungsform im Radverkehr die angemessene. Und dort gibt es eigentlich
die klare Aussage bei über 2000 Fahrzeugen in der Spitzenstunde. Und das ist bei dem Abschnitt der Bautzener Landstraße gegeben mit den täglich über 25.000 Fahrzeugen, weil in der Spitzenstunde wir da deutlich über 10% sind, ist man in der Belastungsstufe 4. Und dort sind Radfahrstreifen eigentlich anzuordnen. Wir sind meilenweit von den 1.000 Fahrzeugen in der Spitzenstunde entfernt, wo Radschutzstreifen die gegebene Führungsform wären. Aus meiner Sicht machen wir hier mit dieser Festlegung im Ausschussvotum ein großes Fragezeichen an die Genehmigungsfähigkeit dieser Planung. Und ich freue mich darauf, wenn wir irgendwann zu gegebener Zeit hier noch ein paar extra Runden auch drehen. Ich will an der Stelle auch sagen, wer suggeriert, dass Radschutzstreifen eine Lösung für die Andienung wären, der sollte sich mal damit auseinandersetzen, dass das Halten auf Radschutzstreifen auch nicht gestattet ist. Ich darf ein Lieferfahrzeug auch nicht auf einem Radschutzstreifen abstellen. Ich darf dort fahren, wenn es entsprechend geboten ist, aber ich darf dort nicht ein Auto parken oder halten. Das ist aus meiner Sicht ein Strohmann-Argument, das funktioniert nicht. Dann müsste man konsequent sagen, wir wollen gar keine Radverkehrsanlage an der Stelle. Das ist eine Haltung, das könnten wir, glaube ich, auch diskutieren, aber das funktioniert aus meiner Sicht so nicht. Wir werden dem Ausschussvotum zustimmen. Wir wünschen uns an dieser einen Stelle noch eine Änderung, auch eben mit Blick auf die Genehmigungsfähigkeit dieser Planung. Und wir hoffen wirklich, dass es bei 2031 bleibt und dass daraus nicht 2035 oder 2036 wird. Ansonsten wird mein Kopfschütteln nämlich immer größer. Vielen Dank. Okay, dann hätten wir noch FDP-Fraktionen. Wird das Wort gewünscht? Nein? Dann Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger? Nein, da hätten wir die Fraktionsrunde erstmal abgeschlossen. Und wir haben jetzt noch weitere Wortmeldungen. Und da zuerst Frau Krause, dann Herr Böhm. Ja, vielen Dank. Ich möchte in den 3 Minuten, die ich jetzt noch habe, noch mal ganz kurz darauf eingehen, ein paar Punkte klarziehen. Ja, es heißt dann immer, da fahren ja nicht viele Leute Fahrrad. Da kann ich nur sagen, das ist die Geschichte von Henne und Ei. Es gibt ganz viele Leute, die wollen da jetzt einfach nicht Fahrrad fahren. Für die ist das keine einladende Verkehrsinfrastruktur. Und wir sind einfach dazu angetreten, dass wir sagen, wir wollen das verbessern. Und dafür gehört auch ein ganz ordentlicher Radschutzstreifen oder eine richtige Radverkehrsanlage dazu. Entschuldigung, falscher Begriff. Das ist das Erste. Dann das Thema Überfahrbarkeit des Radschutzstreifens. Herr Engel hat dazu jetzt schon einige richtige Dinge gesagt, aber ich glaube ja, dahinter steht der Wunsch oder der Gedanke, ich kann dann mal noch schnell irgendwo an der Straßenbahn vorbeifahren. Und da muss ich sagen, nein, das werden Sie nicht können. Denn wir haben diese Kapphaltestellen, die wir überall einordnen, um ordentliche barrierefreie Haltestellen herzustellen. Das heißt, der Fußweg kommt an das Gleis ran und in diesem Bereich kommen Sie sowieso an der Straßenbahn nicht vorbei. Und in den Abschnitten dazwischen, da fährt die Straßenbahn 50 km/h. Ich weiß nicht, wie man das überholen möchte. Wir reden jetzt nicht von Havariefällen, das ist was anderes, aber im ganz normalen Straßenverkehr wird das nicht möglich sein, dass die Straßenbahn dort überholen. Also insofern kann man auch gleich eine richtige, ordentliche Radverkehrsanlage anlegen, die auch allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern so signalisiert, das ist der Platz, wo man mit dem Fahrrad ordentlich fahren kann, auch übrigens ohne die Oma auf dem Fußweg zu belästigen. Denn das ist auch aus Fußgängersicht sehr störend. So, dann kam noch das Thema Flächenverbrauch. Ja, es werden Flächen in Anspruch genommen. Ich habe im Zusammenhang mit dieser Vorlage etwas Neues gelernt, und zwar den Begriff rückständiger Grunderwerb. Ein ganz wesentlicher Anteil der Flächen, würden Sie jetzt überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass das Privatflächen sind. Die sind nämlich schon längst genutzt, zum Beispiel für Fußwege. Und die Eigentümer haben ihre Zäune schon ganz woanders stehen, als die Grundstücksgrenze liegt. Diese Flächen müssen wir jetzt selbstverständlich kaufen. Das sind auch alles Eingriffe, das kommt hinzu. Und es gibt natürlich auch eine gewisse Neuversiegelung, das ist etwa ein Drittel der Fläche, die jetzt in Anspruch genommen wird. Dann noch das Thema ÖPNV-Förderung weiter draußen. Ja, ich habe gesagt, wir stehen dazu und ein Bus ist eine sehr gute ÖPNV-Anbindung und vor allem, wenn er eine hohe Taktdichte aufweist. Und jetzt den Grünen vorzuwerfen, sie seien dort für die Ausweitung des ÖPNV, ist wirklich ein bisschen frech. Wenn man gleichzeitig sagt, wir wollen die Grundstückseingriffe minimieren, denn beides zusammen werden Sie in Weißig nicht hinkriegen, auch nicht in Zukunft, außer wir fahren mit Mikrostraßenbahnen, die es aber nicht geben wird.
Und dann noch ein Punkt zum Thema Breite der Stadtbahnwagen. Die Straßenbahnen werden zwar breiter, aber die Spur, die der Kfz-Verkehr benötigt, ist noch breiter als das. Das heißt, eine regelkonforme Verkehrsanlage, unabhängig davon, ob sie mit einer Straßenbahn befahren wird oder nicht, hat halt eine gewisse Breite. Das hat hier also nichts damit zu tun, dass dort die Straßenbahn fahren soll. Okay, so. Bitte zum Schluss. Vielen Dank, das war's. Das waren meine Punkte, die ich machen sollte. Vielen Dank. Dann Veit Böhm, nächster Redner. Ich hatte ja vorhin glatt vergessen, unseren kleinen Änderungsantrag einzubringen. Wir reden hier über ganz viele Dinge, die ja mehr oder weniger wichtig oder unwichtig sind, aber ein Problem, was die Planung nicht löst und was uns und auch, was auch vielen Leuten da oben großes Kopfschmerzen bereitet, ist das Problem, dass bislang an der Bautzener Straße in stadtauswärtiger Richtung, ich sage mal, knapp zwei Spuren da waren und die Rechtsabbieger sozusagen dort wegfahren konnten Richtung Grundstraße, und wenn es eben dort beim Fußgängerüberweg oder bei der Ampel dort zu Wartezeiten kam, hat sich das nie unbedingt auf den gesamten Verkehr ausgewirkt. Jetzt ist es so, und da waren viele Wünsche da oben, dass wir dort eine Lösung finden, dass eben zwei Spuren bleiben statt auswärts, aber wir haben uns da sehr intensiv mit beschäftigt, das geht nicht, schon alleine ist das Problem mit der Barrierefreiheit der Haltestelle. Und deswegen möchten wir, dass zumindest sichergestellt wird mit unserem kleinen Ergänzungsantrag, dass die Straßenbahn, wenn sie dort einfährt, sozusagen Freiraum bekommt und nicht durch den Verkehr, der dort rechts abbiegt oder rechts abbiegen will und dann möglicherweise an der Fußgängerampel dort steht oder so, dort ausgebremst wird und sozusagen die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes genommen wird. Das ist sicherlich ein Thema, was sowieso untersucht wird, aber wir sind der Meinung, das sollte man noch mal genau darauf hinweisen. Und vielleicht noch ein letzter Satz zu unseren Regelspezialisten Stefan Engel und Susanne Krause. Erzählen Sie mir bitte, wo auf diesem Bereich der Bautzener Straße an irgendeiner Stelle, ob das Fußweg ist, ob das Straßenbreite ist, ob das Radweg ist, wo wir irgendwo welche Regeln einhalten, die irgendwo aufgeschrieben sind. Wir sind überall in einem Bereich, wo wir ins Untermaß reingehen müssen, wo wir uns mit den Dingen, die dort vorhanden sind, abfinden müssen. Also kommen Sie mir nie mit Regeln, die nie abweisbar sind. Sorry, aber nie in diesem Bereich. Wir sind im Bestand und nie bei irgendeinem Neubau. Danke. Nächste Rednerin, Ulrike Kaspari, bitteschön. Ich beantrage 7 Minuten Auszeit. Wir brauchen noch eine kurze Beratung. Okay. Keine. Um das ein Stück weit abzubinden, gibt es da erstmal noch weiteren Redebedarf, sehe ich nicht. Würden wir mal sehen, ob wir jetzt die 7 Minuten brauchen. Machen wir die Auszeit jetzt.
Dann haben wir auch diese 7 Minuten nicht ausgeschöpft. Gibt es nach der Auszeit noch weiteren Redebedarf? Wenn das nicht der Fall ist, würden wir in die Abstimmungsrunde gehen. Frau Krause noch, ja. Frau Krause, bitte. Ich wollte nur noch, dass wir den dritten Punkt unseres Änderungsantrages separat abstimmen. Herr Nitsche, sind wir soweit? Ja. Gut, dann würden wir uns erstmal um die Änderungsanträge bzw. Ergänzungsanträge kümmern. Ich würde als erstes abstimmen lassen den Änderungsantrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit der Maßgabe, dass wir 1 und 2 zusammen abstimmen und Punkt 3 extra abstimmen. Dann würde ich den Antrag abstimmen lassen SPD, was die Streichung der überfahrbaren Radschutzstreifen angeht, und dann die Ergänzung CDU, wo der Ausschussbericht in 4a entsprechend ergänzt wird. Gut, beginnen wir mal mit dem Änderungsantrag Bündnis 90 Die Grüne. Wer dem Punkt 1 und 2 zustimmen kann, dem bitte ich um das Stimmzeichen. Das wäre mit 25 Ja, 31 Nein, 10 Enthaltungen nicht der Fall, also keine Mehrheit gefunden. Und wir würden den Punkt 3 abstimmen. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte um das Stimmzeichen. Das ist mit 46 Ja, 19 Nein, 0 Enthaltungen so bestätigt. Und wir kommen zum Änderungsantrag SPD. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Bei 25 Ja, 31 Nein, 10 Enthaltungen keine Mehrheit gefunden. Und wir kommen zum Ergänzungsantrag CDU-Fraktion. Wer dem zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Bei 52 Ja, 13 Nein, 0 Enthaltungen so mehrheitlich beschlossen. Dann kommen wir an die Endabstimmung. Wer den so geänderten Ausschussbericht zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Gut, 66 Ja-Stimmen, 0 Nein, 0 Enthaltungen, damit einstimmig so beschlossen. Jetzt könnte ich sagen, schöner Abschluss der heutigen Sitzung. Könnte ich sagen. So, jetzt gibt es erstmal einen Geschäftsordnungsantrag. Frau Barkow, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, wir haben noch unter Top 19 die Mehrbedarfe für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf der Tagesordnung. Insbesondere die Finanzierung der Migrationssozialarbeit ist äußerst dringlich. Daher müssen wir da heute noch einen Beschluss fassen. Und ich beantrage hiermit, dass wir den Top jetzt behandeln. Okay, Antrag ist gestellt. Wer dem zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Bei 36 Ja, 32 Nein hat das eine Mehrheit begonnen. Da rufe ich den